Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Viertel nach Acht. Ich habe heute großartige Gäste für Sie und deswegen möchte ich auch keine Zeit verlieren und direkt starten. Die Politikerin und Autorin Caroline Bosbach, sie ist auch Vorsitzende des Jungen Wirtschaftsrates und sie hat gerade noch bei Let's Dance getanzt und ist jetzt quasi hier zu uns ins Studio getanzt. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Frau Bosbach. Neben ihr Jan Schäfer, Bild-Politikchef. Niemand erklärt Politik und Wirtschaft so wie er. Sie werden heute einiges lernen, das verspreche ich Ihnen. Dann aus Österreich bei uns heute im Studio Kolumnist, Autor und Sie haben auch Ihr Buch mitgebracht, das dürfen Sie gerne mal zeigen. Ich bin ja selber Autorin. Das ist sein Buch Konzerne an die Kette. Das sagt einiges über die Überzeugung, Herr Bollmehner. Schön, dass Sie da sind. Last but not least, Jana Schimke, sie ist CDU-Politikerin, Bundestagsabgeordnete, Politikwissenschaftlerin. Es wird hier heute hochpolitisch. Und direkt am Anfang möchte ich zu unserem Korrespondenten, dem Bild-Vize Paul Ronsheimer in Kiew schalten. Paul, du hattest gestern die exklusive Nachricht über Steinmeier. Und jetzt also Steinmeiers Ausladung oder dass er nicht kommen sollte, du kannst es besser erklären als ich. Wie ist die Lage jetzt? Wie sieht es aus mit Frank-Walter Steinmeier? Du hast uns auch eine These mitgebracht. Ja, Nina, die Situation um Frank-Walter Steinmeier ist weiter eskaliert, so kann man es sagen. Denn heute sind vier Präsidenten angekommen, unter anderem der polnische Präsident zusammen mit den baltischen Staatsoberhäuptern. Und da wollte Frank-Walter Steinmeier eigentlich mitfahren. Durfte er aber nicht. Offenbar hatte er noch versucht, dann auch die anderen dazu zu bewegen, nicht zu reisen, um nicht völlig brüskiert dazustehen. Frank-Walter Steinmeier hat das Flugzeug zurück nach Berlin genommen aus Polen. Und in Deutschland ist wieder die übliche Moraldebatte entbrannt. Aber nicht darüber, ob wir möglicherweise Fehler gemacht haben im Umgang mit der Ukraine, ob Frank-Walter Steinmeier Fehler gemacht hat. Nein, nein, nein. Wir Deutschen sind ganz sicher, das war böse von Selenskyj. Das hätte nicht passieren dürfen. Das war ein riesengroßer Fehler. Und wir beschäftigen uns mal wieder vor allem mit uns selbst. Es geht uns wieder nur darum, was ist mit Deutschland? Und wir reden viel zu wenig darüber, dass hier täglich weiter Menschen sterben. In Kiew, wo ich gerade bin, ist es momentan ruhig. Aber in Mariupol sterben weiterhin jeden Tag Menschen. Es droht eine Riesenoffensive im Osten. Und ich finde es typisch für Deutschland, ganz unabhängig davon, dass man sagen kann, dass das von Selenskyj vielleicht nicht so klug war, ihn da mehr oder weniger auszuladen, so wie ich das gestern ja auch gesagt hat, aber ganz unabhängig davon beschäftigen wir uns seit 24 Stunden damit, Selbstmitleid mit Deutschland zu haben und Mitleid mit Frank-Walter Steinmeier zu haben, anstatt darüber zu sprechen, was hier die Ukraine jetzt dringend braucht, Nena, und das sind Waffen. Paul, hier würde ich dir direkt gerne noch eine Rückfrage stellen. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja auch gesagt, dass er etwas irritiert darüber sei, dass Frank-Walter Steinmeier nicht in die Ukraine reisen sollte. Wie sieht es denn jetzt mit seinem Besuch aus? Weil der stand ja auch noch aus, beziehungsweise die Einladung von Selenskyj steht ja, soweit ich weiß. Ja, Selenskyj wollte, dass Bundeskanzler Olaf Scholz hierher kommt, denn er sagt, Scholz entscheidet über Waffen und Sanktionen. Mit dem muss ich reden. Mit Frank-Walter Steinmeier werde ich irgendwann reden. Das muss aber jetzt nicht sein. Das mag, wie gesagt, alles taktisch unklug gewesen sein. Aber noch einmal, der Mann, und ich habe ihn ja mehrfach getroffen hier in den vergangenen zwei Monaten, der ist dort im Tunnel, der schläft im Bunker, der schläft nur 3 bis 4 Stunden. Und der hat eine riesengroße Angst, dass die zweite Offensive Russlands, nämlich im Osten, sehr viel erfolgreicher sein könnte als hier in Kiew, dass dort die Waffen, die man jetzt hat, nicht reicht. Und deswegen hat er gesagt, Moment mal, Deutschland schickt uns nicht genügend Waffen, Deutschland macht diese Sanktionen nicht mit. Warum soll ich jetzt ausgerechnet denjenigen empfangen, der ja für diese Russlandpolitik steht? Noch einmal, das ist jetzt meine Interpretation, das hat er nicht öffentlich gesagt, er hat sich noch gar nicht dazu geäußert. Aber das ist das, was die Gedanken hier sind in der Ukraine. Und ich finde, wir sollten in Deutschland jetzt ganz schnell aufhören, diese Moral- und Selbstmitleidsdebatte zu führen, sondern ganz schnell dazu kommen, zu sagen, wie räumen wir das jetzt wieder aus? Machen wir halt den ersten Schritt? Das ist doch egal, mein Gott, es geht hier um einen Krieg und es geht um Menschenleben. Frau Schimke, wie stehen Sie dazu, zu dieser Moraldebatte, die Paul Ronsheimer angesprochen hat? Ja, das ist natürlich wieder typisch deutsch. Ich wundere mich, dass Frank-Walter Steinmeier überhaupt diese Anfrage an die Ukraine gestellt hat, dort zuerst hinzukommen. Denn wir wissen um seine Vergangenheit. Wir wissen, er war Kanzleramtsminister. Wir wissen um sein Verhältnis zu Russland, das wir zurzeit aktiv auch diskutieren in den Medien und in der Öffentlichkeit. Und die Fragen sind noch nicht beantwortet, welche Rolle er eigentlich tatsächlich spielt in diesem ganzen Drama, das wir zurzeit erleben. Und insofern, ich finde, das kann
kann man sogar als Provokation verstehen, dass gar Frank-Walter Steinmeier der Erste ist, der Selenskyj besuchen will. Und ich kann Selenskyj voll verstehen. Da geht es um alles. Da geht es um Leben und Tod. Die interessieren sich nicht dafür, ob da jetzt der Bundespräsident kommt oder nicht. Nein, die wollen geholfen werden, ja, und nicht provoziert werden und nicht zu irgendwas gezwungen werden, worauf sie keine Lust haben. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich muss sagen, ich kann das absolut gar nicht nachvollziehen. Aber ich mache jetzt gleich auch erstmal die Runde. Ich finde, dass dass Frank-Walter Steinmeier nicht empfangen wurde oder nicht empfangen werden sollte, fühle auch ich mich ausgeladen. Er ist der Repräsentant des deutschen Volkes. Und ich finde, wir Bürger haben doch auch viel, es gibt ja auch viele Flüchtlingshelfer in Deutschland, sollte da nicht unser Repräsentant empfangen werden von Selenskyj? Das mag ja sein, aber da müssen wir uns auch mal ein Stück weit ehrlich machen. Welche Rolle spielt denn Deutschland in diesem Konflikt, in der Beziehung zu den Russen? Und was haben wir denn tatsächlich auch an eigenen Versäumnissen da auch aufzubringen? Und worin liegen die Ursachen? Da müssen wir uns mal ehrlich machen und nicht rumjammern. Wir geben die Frage mal weiter an den Flügel. Caroline Bosbach, wie sehen Sie das denn? Ich kann beiden Aussagen was abgewinnen. Ich verstehe auch beides. Ich habe natürlich für alle hier auch Gedanken dazu gemacht, gerade in den letzten 24 Stunden. Es war schon hart, das hat natürlich jeden getroffen. Also das, was du jetzt eben gesagt hast, dass man sich als Deutscher da, das kann ich nicht bestätigen. Ich fühle mich da persönlich überhaupt nicht tangiert. Es ist tatsächlich eher so, dass natürlich drängt die Frage auf, wem hilft das? Wem hilft es in dieser Situation, gerade der Ukraine? Es sind die allerletzten, die das gerade gebrauchen können, dass man sagt, man lädt ihn jetzt aus. Auf der anderen Seite, und das finde ich eigentlich das wichtige Signal, zeigt es ja irgendwo auch, wie verzweifelt die Ukraine auf unsere Zögerlichkeit reagiert. Auf das, dass wir einfach nicht voran machen. Das ist eher das Signal, was ich daraus lese. Das finde ich ein absolut richtiges und wichtiges Argument. Und wir sehen das ja gerade auch am heutigen Tag, wenn es um die Frage geht, wie tief sind eigentlich SPD-Politiker, und Frank-Walter Steinmeier war bis vor ein paar Jahren, bevor er dann Bundespräsident war, klassisch SPD-Politiker. Wie tief ist eigentlich diese Partei verstrickt in Beziehungen zum Kreml und zu Putin? Und wer sich heute auch noch mal Bilder anschaut, beispielsweise von Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, und das in Bezug setzt zum Thema Nord Stream 2, der wird feststellen, dass es vielen SPD-Politikern bei Nord Stream 2 rein um Interessen ging des Kreml und angeblich auch westeuropäischen Interessen. Das Thema Osteuropa spielte auch in Aussagen von Manuela Schwesig nie eine Rolle. Und wir wissen aber, dass gerade die osteuropäischen Länder seit Jahren vor Nord Stream 2 warnen und gewarnt haben. Und jetzt sehen wir, was passiert ist. Und da kann ich die Reaktion von Selenskyj durchaus verstehen. In der Ukraine hat man den Eindruck, diese Pipeline hat massiv dazu beigetragen, dass man Russland nicht als das Land gesehen hat, was es ist, nämlich als ein gefährliches Land, sondern dass man immer versucht hat, alles, was an Signalen, an schlechten Signalen aus dem Kreml kam, zu übertünchen. Und plötzlich gibt es einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und man gibt Deutschland in gewisser Weise die Mitschuld. Und zumindest kann man das bei der Kungelei, die wir gesehen haben, zwischen Sozialdemokraten und dem Kreml aus den vergangenen Jahren verstehen. Frank-Walter Steinmeier hat sich ja entschuldigt auch. Er hat ja auch sein Verhalten aus den letzten Jahren etwas revidiert. Aber wir kommen einmal hier zu unserem österreichischen Bürger am Tisch. Wie sehen Sie das? Wie nehmen Sie das wahr? Ich meine, es gab ja auch einen Staatsbesuch aus Österreich. Ja, auch nicht sehr wahnsinnig rühmlich. Also wenn ich jetzt höre, dass Frank-Walter Steinmeier versucht hat, andere Menschen, andere Amtsträgerinnen davon abzuhalten, dorthin zu fahren, das ist schon mal noch eine Charakterfrage, über die debattiert werden sollte. Aber grundsätzlich denke ich mir, man muss jetzt schon einen gewissen Pragmatismus auch in der Perspektive von Selenskyj verstehen. Ich glaube, Paul Ronsheimer hat es auch angedeutet, es geht jetzt nicht um irgendwelche Repräsentationsbesuche. Es ist einfach nicht die Zeit dafür. Ich meine, da sterben Kinder, da sterben Menschen wenige Kilometer von hier entfernt, und da braucht der Entscheidungsträger dort. Der braucht jetzt quasi nicht den Staatsnotar, um schöne Bilder zu machen, um irgendwie ein Anzeichen der Solidarität zu zeigen, sondern er braucht jetzt ganz konkrete Hilfen. Er braucht Waffenlieferungen. Und er braucht, dass Maßnahmen auch innerhalb der Europäischen Union getroffen werden. Und das ist die gleiche Kritik, die man auch an Karl Nehammer, dem österreichischen Bundeskanzler, gemacht hat, nämlich sich die Frage zu stellen, war ja die Kritik, dass er direkt nach Moskau weitergeflogen ist. Genau, also, aber die gleiche Thematik. Was bringt das, wenn ein österreichischer Bundeskanzler sich quasi in Moskau inszeniert? Es muss doch klar sein, dass er instrumentalisiert wird. Es muss doch klar sein, dass das nur der Agenda von Putin hilft und dass es gleichzeitig eine Front gegenüber der Ukraine ist. Und wenn wir jetzt sehen, dass Frank-Walter Steinmeier quasi sich das Vorrecht nehmen wollte als Staatsoberhaupt,
dorthin zu fahren, um irgendwie schöne Bilder zu machen, während gleichzeitig Olaf Scholz und die deutsche Regierung sich davor drückt, echte Solidarität zu zeigen, und zwar so, wie Zelensky und die Ukraine es auch einfordert, dann ist das schon etwas, was man auch entsprechend bewerten muss. Hier würde ich gerne einmal Paul Ronsheimer noch mal in die Leitung holen. Paul, es ist gerade die Frage auch aufgekommen, ob Staatsbesuche überhaupt etwas bringen. Wie würdest du das einschätzen? Boris Johnson war ja zum Beispiel auch in Kiew. Ich glaube schon, dass Staatsbesuche etwas bringen. Und wir haben ja gesehen, Boris Johnson sind hier große Sympathien entgegengestoßen. Aber nicht, weil er Boris Johnson heißt, sondern weil Großbritannien von Anfang an massiv Waffen in die Ukraine gebracht hat. Und das sind Waffen, die diese Stadt davor bewahrt haben, eingenommen zu werden. Dass ich hier noch sitze zum Beispiel und nicht fliehen musste oder erschossen wurde oder festgenommen wurde von russischen Soldaten, um es jetzt mal ganz hart zu personalisieren, liegt auch an den Waffen, die aus Großbritannien und aus den USA hier nach Kiew geliefert wurden. Denn dass Kiew gehalten wurde als Stadt, bislang zumindest, und in den nächsten Wochen, Monaten wird das so sein, eventuell wird es einen weiteren Angriff geben, aber damit hat ja niemand gerechnet. Also die Geheimdienste haben ja alle gesagt, in 72 Stunden fällt diese Stadt und so weiter und so fort. Und woran lag das? Weil Deutschland zum Beispiel vor dem Krieg immer gesagt hat, nein, nein, Waffen liefern wir nicht. Das ist dann große Provokation gegen Putin. Und dann fängt er ja den Krieg an. Als er dann den Krieg angefangen hat, haben allen Ernstes Politiker teilweise gesagt, nein, nein, jetzt Waffen liefern, das würde nur für eine Verlängerung des Krieges führen. Weil das würde dann ja bedeuten, dass die Ukrainer, die hätten ja trotzdem keine Chance gegen die russische Armee. Und ähnlich weit jetzt weiter argumentiert in Richtung Osten, wo jetzt wieder gesagt wird, ja, aber im Osten hat die russische Armee ja so viel mehr Kräfte und dann gewinnen die ja. Also man muss auch einmal verstehen, warum hier so viele so wütend sind. Noch einmal, ich verstehe, dass man sagt, das war jetzt vielleicht unklug, das war taktisch vielleicht nicht so klug, aber man darf nicht vergessen, wie sehr hier bestimmte deutsche Positionen und insbesondere Frank-Walter Steinmeier auf Unverständnis gestoßen haben. Ich muss eine Korrektur machen zur Debatte. Steinmeier hat sich offenbar nicht alleine selbst eingeladen, sondern es soll die Idee von Herrn Duda, dem polnischen Präsidenten, gewesen sein, dass er dort mit den vier zusammen hierher kommt. Das soll die Initiative gewesen sein. Umso brüskierter ist der Bundespräsident. Ich glaube, eine solche Klatsche hat ein deutsches Staatsoberhaupt in den letzten Jahrzehnten noch nirgendwo kassiert. Ich glaube, ein besseres Schlusswort zu deiner These, Paul, kann es heute nicht geben. Pass weiter gut auf dich auf und wir hören uns morgen Abend wieder, wie jeden Abend, bei Viertel nach acht. Dankeschön. Und damit gehen wir direkt weiter zu Ihnen, Herr Born-Mehner. Und Sie haben ja, die Reichen müssen zahlen, ist Ihre These. Ich bin sehr gespannt, wie wir das so finden. Ja, also im Grunde kann ich dort anschließen, wo Paul Ronsheimer aufgehört hat. Es geht darum, wir erleben jetzt gerade die Ukraine als ein Land, das in Trümmern liegt. Man schätzt ungefähr 750 Milliarden Euro betragen die materiellen Schäden. Dieses menschliche Leid kann man sowieso nicht aufwiegen. Und die Frage stellt sich nicht nur, wer zahlt den Wiederaufbau der Ukraine, wenn es hoffentlich irgendwann mal was zum Aufbauen gibt, sondern auch, wer trägt auch die Kosten der Versorgung, die wir hier haben in Europa. Wir leisten gerade sehr, sehr Großes, vor allem Polen, Deutschland, Österreich und so weiter. Und da ist meine These, dass diejenigen, die sich in den letzten 20 Jahren unter Putins Regime wirklich bereichert haben, auch am russischen Volk, aber auch an der Welt, nämlich die Oligarchen, die vor allem in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, in Großbritannien große Besitztümer angehäuft haben, die ja hunderte Milliarden an Besitztümern dort gebunkert haben, auch zur Kasse gebeten werden. Und gleichzeitig, nämlich nicht nur die russischen Oligarchen, sondern auch die deutschen und österreichischen Oligarchen unter Anführungszeichen, also diejenigen, die jetzt in der Krise profitieren, die jetzt in der Krise in den letzten Monaten, aber auch in den letzten Jahren ihr Vermögen massiv steigern konnten, auch die sollten zur Kasse gebeten werden, wenn wir sehen, dass jetzt die Lebensmittelpreise steigen, die Gaspreise steigen und so weiter. Ich glaube, es ist ein spannender Punkt, den Sie da machen und einer, über den wir auch durchaus wirklich intensiv und ernsthaft diskutieren sollten. Ich finde bei dem Punkt bemerkenswert, wenn wir einmal anschauen, wie viel Vermögen denn eigentlich von Oligarchen in den vergangenen Wochen eingefroren ist und das so ein bisschen europäisch beleuchten, dann stellen wir in dem Fall auch leider wieder fest, dass offenbar wir in Deutschland hier so ein bisschen
einmal mehr auf die Bremse treten. Es sind so rund 100 Millionen Euro im Volumen, was bisher an Vermögen eingefroren wurde. Wir wissen aber beispielsweise aus Belgien, da ist es über eine Milliarde schon. Auch in Italien rund eine Milliarde an Vermögen von Oligarchen. Jetzt kann man sagen, in Italien ist die Mafiabekämpfung quasi Staatsräson. Das heißt, da ist man viel besser ausgerüstet. Das kann sein. Aber es zeigt sich einmal mehr, ich glaube, hier hat Deutschland gewaltigen Nachholbedarf, was dieses Thema angeht. Und am Ende werfen Sie die Kernfrage auf, wer bezahlt. Und ich glaube, dass wir das zum einen bei den Oligarchen abladen sollten, aber auch nicht ganz vergessen sollten, dass auch der russische Staat am Ende für den Wiederaufbau mitbezahlen muss. Also ich denke, wir sollten da ein bisschen vorsichtig sein. Einfach zu sagen, die Reichen per se sollen jetzt alles für alles bezahlen und für alles aufkommen. Deutschland ist und bleibt ein Rechtsstaat. Ja, und Enteignungen gibt es in Deutschland nicht. Ja, außer unter ganz bestimmten Voraussetzungen. So, und jetzt zu sagen, wir nehmen anderen Menschen das Vermögen weg und schichten das quasi um, damit nehmen wir uns eine Menge. Damit nehmen wir uns eine Menge von unseren Prinzipien, von unseren rechtsstaatlichen Prinzipien. Und mir ist es persönlich wichtig, dass das erhalten bleibt. Wir konfiszieren das Vermögen, ja, wir nehmen es praktisch zur Seite, wir machen es nicht mehr verfügbar. Aber jetzt einfach zu sagen, damit lösen wir die Krise, das ist eben nicht die Lösung. Und ich habe in der Tat auch Sorge, dass das wieder mal eine Blaupause für andere Dinge sein kann. Dass der Staat sich willkürlich dann auch wiederum bei anderen Menschen bedient, die hart für ihr Geld gearbeitet haben oder die es geerbt haben. Wie auch immer, das ist gut, das ist richtig, das darf auch sein. Und deswegen warne ich vor solchen populistischen Vorschlägen. Das finde ich groß, da vielleicht kurz was dazu sagen, nur weil das natürlich ist eine Blaupause, ist klar. Natürlich sollen wir nicht bei den russischen Oligarchen aufhören. Okay. Nein, entschuldigen Sie, wenn Sie, ich meine, wir sind jetzt in Berlin, ja? Okay. In Berlin gibt es ja, glaube ich, ein recht erfolgreiches Volksbegehren, Deutsche wohnen in der eigenen, also es geht darum, quasi ein bisschen wieder leistbar zu machen. Und ich denke mir, natürlich müssen wir, und das ist ja der Kristallisationspunkt in dieser Krise quasi, dass wir sehen, dass auf der einen Seite Multimilliardäre ihr Besitz in Schutz bringen, während gleichzeitig Menschen hungern und leiden. Aber das gleiche Thema haben wir in Deutschland. Und ich finde es deswegen so wichtig, dass wir diese Grundsatzdebatte führen, übrigens nicht abseits des Rechtsstaats. Weil letztlich ist der Rechtsstaat das, was wir als in der Demokratie, in der Gemeinheit entscheiden. Ab wann würden Sie enteignen? Na, ich finde es obszön, dass es Menschen gibt, wie zum Beispiel Klaus-Michael Kühne, der in der Krise sein Vermögen von 13 Milliarden auf 34 Milliarden, sein persönliches Vermögen steigern konnte. Aber jetzt vermischen wir gewisse Dinge. Nein, das ist alles das Gleiche. Wenn wir bei Oligarchen über unrechtmäßig erworbenen Wohlstand reden, dann ist das das eine. Mhm. Und wenn wir über ganz legal erworbenen Wohlstand reden, dann ist das das andere. Was haben Sie denn dagegen, wenn jemand hart arbeitet, wenn jemand Arbeitsplätze schafft, wenn jemand Verantwortung für 100, vielleicht 1000, vielleicht 20, vielleicht sogar 100.000 Mitarbeiter hat und dafür am Ende gerade steht, wenn es schief geht, aber dafür natürlich auch belohnt wird, wenn es gut läuft, wenn er sich einsetzt. Genau. Sag ich Ihnen. Ich sage Ihnen, was genau, da gibt es ja nichts dagegen zu sagen, überhaupt nichts. Na, ich habe was dagegen zu sagen. Natürlich. Nein, gibt es also, nein? Also ich kann Ihnen sagen, erstens einmal, ich finde es seltsam, dass die Kühne Gruppe Kurzarbeit beantragt hat in der einen Krise, aber in der anderen Situation, wo die Milliardenprofite sprudeln, nichts an den Staat zurückzahlt. Das finde ich seltsam. Ich finde es seltsam, dass Arbeitnehmerrechte mit Füßen getreten werden und ein europaweiter Betriebsrat immer noch verhindert wird in diesem Unternehmen. Also nicht aber so schwer wie in Deutschland der Betrieb, also, das Arbeitsrecht. Jetzt vermischen Sie aber leider ganz, ganz viel. Nein, das ist immer der gleiche Kern. Nein, Sie vermischen. Das, man kann über die Frage reden, wenn jemand Staatshilfen bekommt, muss er sie zurückzahlen. Das hat ja nichts mit Enteignung zu tun. Das sind ja völlig unterschiedliche Dinge, die Sie definitiv machen. Definitiv, aber es gehört zur selben Frage. Aber lassen Sie uns einmal in die Vergangenheit gehen. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich erinnere mich selbst daran, weil ich noch ein junger Mensch war und immer wieder das Vergnügen hatte, in die DDR fahren zu dürfen. Ein Land, in dem es so gut wie kein Privateigentum, aber nur Staatseigentum gab. Und wenn ich das so richtig noch in Erinnerung habe, dann hatte ich immer den Eindruck, ob ich mir die Häuser angeschaut habe, die Autos, auch beim Thema Umwelt, dass irgendwie die Bundesrepublik als ein System, das auch Eigenkapital auch viel zugelassen hat oder Privateigentum, irgendwie in vielen Dingen der DDR voraus war. Beim Thema Sauberkeit, beim Thema Umweltschutz. Das können Sie nicht vergleichen jetzt bitte. Aber klar. Aber Sie können doch nicht die Haftungsübernahme, die wir und den Solidarbeitrag, den wir von Superreichen verlangen, damit vergleichen mit dem, was in der DDR war. Ich meine, das war bitte ein Regime, Sie haben von Enteignung eine gesprochen Diktatur. Gerade. Sie haben von Enteignung gesprochen. Nö, ich habe von Verantwortungsübernahme nein, gesprochen. Nein, Sie haben von Enteignung gesprochen. Eines Wohnimmobilienkonzerns, haben Sie doch gerade selbst gesagt. Ich habe gesagt, dass in Berlin das gerade passiert ist und es offensichtlich eine Mehrheit in der Bevölkerung gab. Also ich weiß nicht, ob Sie gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung sprechen, aber ich sage Ihnen das, was hier gerade passiert. Und das, was mich ärgert, ich bin ja hier durch Berlin, ich bin zum ersten Mal hier und ich habe mich im Vorfeld ein bisschen informiert über die Zahlen und
Statistiken aus Berlin. Und ich habe festgestellt, dass 27% aller in Berlin lebenden Kinder unter der Armutsgrenze aufwächst. Und gleichzeitig ein Oligarch, ein deutscher Oligarch, seinen Gewinn innerhalb von einem Jahr um 20 Milliarden Euro gesteigert hat. Das ist doch krank. Dass Sie hier sitzen und sagen, wenn wir jetzt über die Besteuerung von Superreichen reden, dann sind wir gleich im Kommunismus angekommen. Das ist doch verrückt. Nein, jemand ein milliardenschwerer Sie haben von Enteignung gesprochen und das muss man dann grundsätzlich machen. In Bezug auf die Oligarchen? Ja, in Bezug auf die russischen Oligarchen? Sie haben gesagt, es wäre eine Blaupause, Frau Schimke. Für die Diskussion. Es ist eine Blaupause für die Diskussion, ab welchem Vermögen greift der Staat ein. Und ich bin der Meinung, niemand braucht mehr als eine Milliarde. Ich bin tatsächlich der Meinung, diese Diskussion haben wir auch in Schweden, die haben wir in Österreich genauso, dass jemand, der ein Milliardenvermögen hat, auch entsprechend besteuert werden sollte. Was macht er mit den Milliardenvermögen? Nur Unsinn. Ist das so? Ne, wir sehen es mit den Panama Papers. Wir sehen ja, was die Leute damit machen. Wissen Sie was? Ob ein Milliardär das Geld in seine Firma steckt oder für eine Milliarde Champagnerflaschen kauft, das ist am Ende Wurst. Er gibt das Geld aus. Er gibt denjenigen, die in der Champagnerfirma arbeiten, einen sicheren Job. Das ist doch Unsinn. Wir holen mal eben Frau Bosbach rein. Eine Frage an Frau Bosbach. Wie sehen Sie das denn? Ist Milliardenvermögen obsolet? Sie sagen nein. Wir müssen die beiden Männer einmal unterbrechen. Okay, das mache ich gerne. Ja. Weil nach meiner Meinung ist es absolut nicht obszön. Das ist aber, glaube ich, jetzt gar nicht so der springende Punkt. Ich glaube, wir sind uns alle darin einig, dass wir uns in Deutschland, auch in Österreich, massiv unterscheiden möchten und es auch tun von anderen Ländern, nicht auf dasselbe Rechtsstaatsniveau absenken, wie zum Beispiel wie totalitäre Regime. Da können wir, glaube ich, alle einen Punkt hinter machen. So. Dann aber auch die Rolle Deutschlands und Österreich. Wenn wir darüber sprechen, wie wir mit solchen Oligarchen umgehen. Ich denke, das geht nur im internationalen Rahmen. Schweiz, Monaco, Großbritannien, ich glaube, die haben deutlich größere Probleme. Ich glaube, mit denen sollte man mal sprechen, wenn wir sagen, wir wollen über Sanktionen sprechen. Die Yachten der Oligarchen liegen in der Regel nicht in Bremerhaven oder in Rostock. Das heißt, im internationalen Verbund sich Gedanken zu machen, wie man auf sowas reagieren könnte, wäre wahrscheinlich das genau das Richtige. Ganz unabhängig davon müssen natürlich diejenigen belangt werden, die zu nah am Kreml sind. Ich denke, auch da sind wir uns einig, dass dieses Vermögen gesperrt werden muss. Völlig unabhängig davon, was das dann für Konsequenzen hätte. Wir wollen dieses System natürlich in keiner Art und Weise damit unterstützen. Noch eine Ergänzung zu Frau Bosbach, gehe ich mit. Aber der Reflex, der hinter solchen Forderungen steht, ist ja immer der, zu glauben, man kann damit Krisen lösen. Man bedient sich einfach bei anderen Menschen und kann damit Krisen lösen, Löcher stopfen, Schulden senken, was auch immer. Aber das ist ja nicht der Fall. Wir haben es gesehen, am Ende führen solche Instrumente dann auch zu einem Abwirtschaften eines Staates und zu dem, was ich selbst als Kind erlebt habe. Ja, aber jetzt mal kurz, bleiben wir am Punkt, es geht immer ums Geld. Okay? Es geht da wie dort immer ums Geld. Und zu sagen, wir können ja keine Probleme lösen, indem wir das Geld von denen, die zu viel davon haben, dorthin geben, wo es zu wenige finden haben. Finden Sie denn, der Staat ist ein guter Unternehmer? Die Frage muss ich Ihnen stellen, weil wenn der Staat ist auch nicht das Geld die Aufgabe bekommen des Staates. Soll. Die Aufgabe des Staates ist nicht, unternehmerisch zu agieren. Die Aufgabe des Staates ist, das Gemeinwohl zu fördern. Und die Aufgabe des Staates muss sein, dafür zu sorgen, dass es ausbalanciert ist. Wenn wir erleben, einen Satz noch dazu, wenn wir erleben, dass in den Krisen, ob Corona-Krise oder Ukraine-Krise, manche Menschen immer reicher werden, während ganz viele Menschen sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können, ihr Essen nicht mehr leisten können, dann läuft was schief. Und dann zu sagen, es werden keine Probleme mit der Umverteilung von Geld gelöst, ist einfach Unsinn. Das stimmt nicht. Natürlich werden Probleme mit Umverteilung gelöst. Aber es heißt ja nicht, dass wir den Krieg dadurch beenden, hat auch niemand gesagt. Ich habe auch nicht gesagt, dass dadurch, dass wir die russischen Oligarchen in Deutschland, in Österreich und so weiter enteignen, der Krieg gelöst wird. Aber eines müssen wir schon erkennen, dass Leute wie Abramowitsch jetzt am Verhandlungstisch sitzen als Milliardär, hat nur einen einzigen Grund, weil sie Angst um ihr Geld haben. Ja. Und ich glaube, dass Putin wird gestützt von einer Elite von Menschen, die in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat. Und die haben wahnsinnig viel Geld. Und die treffen wir am stärksten, wenn wir ihnen das Geld nehmen. Genau, aber es gibt, glaube ich, da wirklich Unterschiede zwischen einem ehrbaren Kaufmann und jemandem, der sein Milliardenvermögen, wie Sie ja eingangs auch sagten, auf unehrliche Art und Weise bekommen hat. So, und durch Gaunertum, das ist ja schon ein Unterschied. Wer ist der ehrliche Kaufmann? Bitte? Wer ist der ehrliche Kaufmann, der Betriebsratsgründungen in seinem Betrieb verhindert? Derjenige, der auf Kinderarbeit seine Produkte stützt? Das ist der ehrliche Kaufmann. Wir haben in Deutschland das Lieferkettengesetz vor kurzem beschlossen, oder nicht? Ja, und die Idee dahinter ist, dass die Unternehmen... Wissen Sie, was mein Unterschied ist zu Ihnen? Ja? Ich würde erst mal sagen, ein Unternehmer, der anfängt zu arbeiten, ist per se erstmal ein guter Mensch. Das sehen Sie wahrscheinlich anders. Sie unterstellen einen Unternehmer offenbar. Ich bin selber Unternehmer. Ja, das ist doch wunderbar. Völliger Unsinn. Genau. Und dann kann man doch immer darüber reden, dass es Unternehmer gibt, die möglicherweise nicht so agieren, wie Sie das gut finden oder wie wir das alle gut finden. Das bedeutet aber doch nicht, dass Sie per se jedem Unternehmer sagen. Habe ich auch nie gesagt.
Nein, dann weißt du nicht, über was wir reden. Also ich rede von Milliardären. Genau, sag ich doch. Sage, darüber rede. Jeden großen Vermögensrechten kurz zu sprechen. Genau. Es ist ganz simpel. Aber das kann man doch nicht sagen. Doch, das kann man sagen. Nein, man darf doch nicht sagen, hinter jedem großen Vermögen steckt ein Verbrechen. Nein, schauen Sie sich die Liste der Milliardäre an. Schauen wir uns Kühne und Nagel an. Schauen wir uns die Frau Klatten an. Woher kommt das Geld? Moment mal. Was steckt in diesem Geld? Einfach nacheinander Persönlichkeiten zu diffamieren, da müssen wir schon aufpassen. Was heißt diffamieren? Ich habe gesagt, schauen Sie in die Geschichte. Schauen Sie in die Geschichte. Familie Klatten, was steckt dahinter? Ja. Wo kommt aber das wissen, Geld her? Aber wissen Sie, wenn Sie jetzt ich bin am Holocaust-Gedenkmal vorbeigegangen. Jetzt hören wir bitte auf, das ist jetzt wird langsam peinlich. Ja? Nee, wenn den Holocaust müssen wir jetzt nicht unter. Nein. Es geht darum, wer hat sein Vermögen auf Ausbeutung in der NS-Zeit gegründet? Sie haben, aber jetzt müssen wir doch aufpassen. Jetzt müssen wir doch aufpassen, was wir sagen. Und was Sie vor allen Dingen sagen. Sie wollen eine Grenze bei einer Milliarde einführen und stellen quasi jeden, der drüber ist, unter Generalverdacht. Nein, überhaupt nicht. Ich habe gesagt, Sie haben mich gefragt. Wir wechseln ab welchem Thema? Sie haben mich gefragt, ab welcher Grenze wir es einführen. Ich habe gesagt, so, reden wir doch mal drüber. Ja, genau. Ich finde, niemand kauft mehr als eine Milliarde. Genau. Ich habe nicht gesagt, jeder über eine Milliarde gehört enteignet oder da entleitet. Sie haben gesagt, hat sein Vermögen mit Verbrechen gemacht. Waren doch Ihre Worte. Ja, natürlich. Ja, sehen Sie. Also schauen Sie sich doch an. Wir kommen jetzt, mir fallen jetzt übrigens ganz viele Milliardärsfamilien Deutschlands ein, wo sagen es Sie nicht mir stimmt. Einen. Ich würde sagen, Familie Haupt von Tengelmann zum Beispiel, würde ich ganz klar sagen, es definitiv sind ehrbare Kaufleute. Ja, okay, kann ich mir gerne anschauen und bei der nächsten Sendung werde ich Ihnen sagen, machen wir sehr gerne. Ich kann Ihnen übrigens noch ein paar andere Listen nachher aufschreiben nach der Sendung, wo ich werde alle recherchieren. Sehr gut. Gerne. Das ist ein großes Versprechen. Alle Milliardäre werden recherchiert von Herrn Bormena. Und wir kommen weiter zu der These jetzt von Frau Schimke. Das mache ich sehr gerne. Die Bundesfamilienministerin Anne Spiegel ist am Montag zurückgetreten nach langer, hitziger Diskussion in diesem Land. Wir haben alle erfahren von den Chatverläufen, in denen deutlich wurde, dass es ihr mehr um ihr öffentliches Ansehen als um das Helfen der dortigen Opfer geht. Wir haben erfahren, dass sie 4 Wochen im Urlaub war und davon nichts gesagt hat. Sie hat auch die Unwahrheit gesagt, dass sie angeblich an Kabinettssitzungen in dieser Zeit teilgenommen hat. Das hat sie nicht getan. In diesem Zusammenhang entstand die Debatte darüber, ob Politiker, Politikerinnen in Spitzenfunktionen Familie und Beruf tatsächlich vereinbaren können. Wir haben erfahren, dass Frau Spiegel in einer sehr schwierigen familiären Situation sich leider befindet, mit 4 Kindern, mit einem Ehemann, der auch 2019 einen Schlaganfall hatte. Alles nicht sehr leicht. Wir können das alle nachvollziehen. Aber die Frage steht im Raum, ist jetzt das System Politik daran schuld, dass Frau Spiegel lügen musste, dass Frau Spiegel sich in einer bundesweiten Notsituation in den Urlaub begeben hat. Ich sage, nein, das System ist nicht schuld. Jemand, der 2 Ministerien leitet und sich dazu bereit erklärt, jemand, der in dieser Zeit die Spitzenkandidatur im Landtagswahlkampf übernimmt und dann noch in den Bund wechselt, um dort Bundesministerin zu werden, der hat sich viele, viele Fragen zu stellen gehabt und sich für die Politik entschieden. Und wir müssen endlich mal ehrlich sein und den Leuten auch sagen, gerade auch den jungen Frauen in diesem Land sagen, dass man im Leben wirklich nicht alles haben kann. Man muss sich manchmal entscheiden, möchte ich mehr Rücksicht auf meine Familie nehmen oder ist mir mein Beruf wichtiger? Und wenn ich mich entscheide, in die Politik zu gehen und dort ein Spitzenamt auszuüben oder sogar mehrere, dann brauche ich natürlich zu Hause jemanden, der mir Rückhalt gibt, ja, der mir hilft, der sich um die Kinder kümmert. Ich finde, da ist ein bisschen mehr Ehrlichkeit angebracht, dass diese Debatte auch so zu führen und nicht immer so zu tun, als wenn im Leben alles möglich ist, als wenn wir 5 Kinder haben können, Work-Life-Balance haben, einen tollen Mann und auch noch eine Karriere. Ich glaube, das ist Märchen und das wird nicht funktionieren. Frau Schimke, ich glaube, wir sind uns in einem Punkt komplett einig, dass weder das System schuld ist und dazu kommt auch, es ist ganz bestimmt nicht Ihre familiäre Situation zu Hause gewesen, sondern schlicht und ergreifend Ihr katastrophales Krisenmanagement, damit einhergehend auch die Art und Weise der Kommunikation. Ich glaube, diese legendäre Pressekonferenz ist uns noch allen gut in Erinnerung, zumindest der, der Sie gesehen hat, wird Sie so schnell nicht vergessen. Dazu kommt, dass Sie auch erst nach deutlichem Druck aus den eigenen Reihen, von den Kabinettskollegen, von der Parteispitze, erstmal aufgewacht ist und gesagt hat, so, wir ziehen Sie jetzt mal aus der Schusslinie heraus, das gibt keinen mehr. Dann, was ich sag mal, ich komme ja auch aus einem entsprechenden Haushalt. Ja, mein Vater saß selber 23 Jahre lang im Deutschen Bundestag. Dein Vater ist Wolfgang Bosbach, der CDU-Politiker. Richtig. Ich nenne ihn hier immer Kanzler der Herzen übrigens, wenn er da ist. Ja, das heißt, ich kann zu dieser Debatte tatsächlich was beitragen, nicht nur, weil ich selber im politischen Medien tätig bin und auch diverse Ehrenämter habe, die mich oftmals bis in die späten Abend und vor allem auch Nachtstunden beschäftigen. Ist ein schwieriges Thema, aber
es ist kein 9-to-5-Job. Und in diesem Fall musst du wissen, das Land steht vor der Person. Das ist doch völlig klar, wenn du dich um ein solches Amt auch bewirbst. Und das ist auch wichtig, nach außen zu kommunizieren. Da kannst du die Schuld nicht abgeben. Kannst du weder am System in die Schuhe schieben, noch der Familie. Das ist doch das Grund, das absolute Basiswissen. Aber jetzt mal so rein von dieser Ministerialebene weg, aus eigener leidlicher Erfahrung, das ist auch ein Stück weit, was ich gerne ergänzen würde, was wir zur Debatte einfach hinzufügen müssen. Gerade bei uns in der Union, wir haben junge Frauen, die sehr weit nach oben wollen, die auch richtig kämpfen. Mhm. Mir sind tatsächlich wenige bekannt, die es schaffen, die ganzen Kinder zu bekommen, die sie möchten und trotzdem weit nach vorne zu kommen. Woran liegt das? Ich kann bei mir sagen, ich bin schon der Meinung, dass die ein oder andere strukturelle Reform oder das ein oder andere Entgegenkommen nötig wäre. Ich rede hier nicht von Umwälzungen oder von absolut Reform- und strukturumwälzenden Prozessen. Es ist so, und das werden auch die anderen Kollegen bestätigen, auch parteiübergreifend, Sitzungen bis in die Abendstunden sind lang, sie sind zermürbend, es muss alles in Präsenz stattfinden, es kann nicht digital stattfinden und es ist auch in jeder Partei so, wenn du nicht über 7 oder 12 Jahre hinweg jeden Dienstag zum Stammtisch kommst und da wirklich durchhältst und aushältst, da sind auch keine Entschuldigungen zugelassen, so wird das nichts, es ist verdammt schwierig. Ich habe für mich schon persönlich den Anspruch, dass ich das alles unter einen Hut bekommen möchte, kann aber auch sowohl von meinem Vater, also wirklich aus allererster Ebene, was ich zu Hause erlebt habe all die Jahre und auch von dem, was ich jetzt gerade erlebe, da ein ganz großes Thema könnte man da lostreten, da wirklich diskutieren, was es benötigen würde, um auch gerade für junge Frauen diese ganze Szene, diesen ganzen Job attraktiver zu machen. Finde ich, müssen wir drüber reden. Bleibt's bei. Ist ein total wichtiger Punkt, weil das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur Politiker betrifft, sondern aus eigener Erfahrung kann ich sagen, auch Journalisten. Aber da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viele andere Berufe, die genau die gleiche Herausforderung mit sich bringen für Männer und für Frauen. Ist ja nicht nur so, dass Frauen Mütter sind, sondern Männer können ja auch Väter sein. Und darüber wird in der Politik ja auch sehr, sehr selten gesprochen. Ich glaube, wir sehen aber auch, und Sie haben das ja auch gerade gesagt, bei Frau Spiegel war möglicherweise dieses Amt des Bundesministers oder der Bundesministerin einfach ein Amt, was vielleicht auch einfach ein Ticken zu groß war. Es gibt ja Ämter, die füllt man einfach aus, weil man auch dafür brennt. Und man hatte bei Frau Spiegel eigentlich nicht den Eindruck, dass das so richtig der Fall war. Und was ich eigentlich muss ich sagen, bedauerlich fand an dem ganzen Auftritt, sie hat ja ein persönliches Schicksal, das tragisch ist, Schicksalen gegenübergestellt, die mindestens genauso tragisch sind oder waren. In der Flutkatastrophe. Diejenigen nämlich, die Angehörige oder Freunde verloren haben und auch noch ihr Hab und Gut. Da muss man sagen, geht es ja Frau Spiegel fast noch gut dagegen, ohne dass ich das irgendwie jetzt schönreden will. Aber die Situation war sicherlich in ihrer Familie eine andere, als sie viele, viele Familien im Flutgebiet erlebt haben. Und auch, glaube ich, da hat sie einfach absolut die falschen Worte gefunden an dem Abend. Nur wenn ich das vielleicht noch kurz einwerfen darf, wenn wir Frauen wirklich helfen wollen, wenn wir Frauen in die Lage versetzen wollen, Karriere zu machen, Führungsaufgaben zu übernehmen, dann müssen wir auch über die Konsequenzen reden, die das mit sich bringt. Das ist eben nicht 9-to-5 und das ist auch kein Spaziergang, das ist auch Ellbogen. Ja, und das ist auch austeilen können. Und das, finde ich, findet in der deutschen Debatte überhaupt nicht statt. Wir von Seiten der Politik suggerieren immer, das ist alles gar kein Problem, wir brauchen nur eine Frauenquote und schon ist das Problem gelöst. Aber das ist ja nicht der Fall, das ist ja nicht der Fall. Frauen, die da was vorhaben, brauchen so viel Unterstützung, brauchen so viel Ratschläge, brauchen Mentoren, brauchen Menschen, die ihnen auch mal ein bisschen sagen, das so und so. Ja? Und das findet leider nicht statt. Und insofern ist es eine sehr unehrliche Debatte, die wir dafür haben. Aber brauchen das nicht auch Männer? Also ich habe mittlerweile auch bei, ich meine, die Männer wollen ja vielleicht dann auch zu Hause bleiben. Wir sprechen immer über Frauenquoten und besonders auch über Mentoren für Frauen. Aber ist es nicht auch so, dass es vielleicht für alle schön wäre, wenn sich das etwas ändert im Politbetrieb? Naja, also meine Beobachtung ist die, dass Männer einfach mal anders sind. Frauen und Männer sind unterschiedlich und die ticken anders und die vernetzen sich anders. Und die Männer vernetzen sich sehr, sehr früh. Wir haben in Deutschland sehr lebendige Strukturen mit Netzwerken, mit Bünden, ja, die schon in Studentenzeiten gegründet werden. Und da unterstützt man sich eben zum Beispiel auch ein Leben lang. Und die ticken auch, die spielen zusammen Fußball, die machen so gemeinsame Dinge, die ihnen Spaß machen. Ja? Ich weiß nicht, ob wir Frauen das so machen, ich glaube weniger. Ja? Und das ist ein Kernproblem. Oder das ist halt ein Fakt. Ich glaube, so bei der Debatte, die total wichtig ist, die ist so direkt angeschlossen an den Rücktritt von Anne Spiegel, Mutter mit 4 Kindern, dass es
das ist ein großer Job, den sie allein zu Hause hat, mit ihrem Mann zusammen und dann noch einen Job. Aber ich glaube, lasst uns das doch einmal reduzieren auf das Faktum. Und da muss man einfach sagen, das hat man auch an der Pressekonferenz gesehen, dieser Job war für Anne Spiegel, ob sie Kinder gehabt hat oder nicht, ob sie verheiratet ist oder wie auch immer, der Job war zu groß. Ja. Ja, und jetzt wird gleich eine Familiendebatte draus gemacht. Also das finde ich ein bisschen unehrlich. Lass uns doch festhalten, es gibt Jobs, für die sind einige Menschen total geeignet und für andere sind sie nicht geeignet. Und wir müssen aber feststellen, für Anne Spiegel war dieser Job einfach zu groß. Herr Bombiner, Sie haben gerade mit dem Kopf geschüttelt, während Sie unserer Debatte zugehört haben. Ja, weil ich mir gedacht habe, es kann ja nicht sein, dass wir in Deutschland im Jahr 2022 immer noch auf dem Niveau sind, Männer und Frauen sind halt unterschiedlich. Ich meine, entschuldige, das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Also das erwarte ich mir überhaupt nicht. Und das, was Sie gerade ansprechen, ist vollkommen richtig. Ich glaube, wir haben hier zwei verschiedene Ebenen von einem ganz wichtigen Thema. Das eine Thema, zu dem ich mich nicht äußern möchte, weil ich die Hintergründe nicht genug kenne, ist die Frau Spiegel geeignet gewesen oder nicht, irrelevant. Viel wichtiger ist eigentlich die Frage und die Familiendebatte, die Sie so bezeichnen, weil das ist wirklich ein Grundsatzthema. Und ich glaube, das steckt schon auch da drinnen. Und das kann man nicht reduzieren auf Männer und Frauen sind halt unterschiedlich oder Männer tun halt besser Netzwerken als Frauen und so weiter, sondern es ist ein Strukturproblem. Und Strukturproblem heißt letztlich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich bin selber Vater eines 5-jährigen Sohns und ich weiß ganz genau, meine Frau ist selber auch sehr stark aktiv, ist auch die Vorsitzende unserer Stiftung, hat ganz andere Herausforderungen und muss sich bei jeder einzelnen Diskussion mit der Frage konfrontieren lassen, was ist denn eigentlich mit deinem Kind? Und ich sehe das auch, Frauen werden anders behandelt. Ich habe sie gegoogelt, das Erste, was kommt, ist, mit wem sie liiert waren irgendwann. Also es sind Frauen in der Politik, sorry, ich will nicht zu nahe treten, ja? Aber ich meine nur, du googelst und du siehst, allein schon mal Algorithmus, das zeigt dir ja etwas. Und das ist ja nicht etwas Naturgemachtes. Es ist ja nicht so, dass unsere Biologie uns darauf trimmt, sondern das ist ein gewisser gesellschaftlicher Trichter. Herr Bornwiener, hier muss ich nur einmal den Flügel rausnehmen. Und zwar bei mir wird auch bei Google steht immer Mann oder verheiratet oder Kinder oder so. Und auch bei mir die ersten Google-Anfragen. Das ist aber auch bei Männern so. Weil auch wenn ich manchmal jemanden google, steht da auch Frau, Kind, verheiratet. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass Menschen vor allem daran interessiert sind, was man privat macht. Also auch bei Männern scheint das auch. Das ist ja auch eine gute Sache. Aber ich glaube, wir reden ja von Politik. Und Politik heißt, dort wird das Volk abgebildet. Das heißt, unsere Repräsentantinnen in Österreich sind 183 Abgeordnete, die entscheiden, was übrigens Gesetz gewährt ist und was nicht. Es entscheidet auch darüber, was in unserem Land gemacht wird und was nicht. Und ich glaube, dass die Politik bis zu einem gewissen Grad auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sein muss. Und wenn wir jetzt erleben, wie Sie sagen, dass es in Wirklichkeit keine Kompatibilität von einem menschenwürdigen Leben und einer politischen Karriere gibt. Ja, so zugespitzt habe ich das nicht gesagt. Ja, ist kein Problem. So habe ich es aber nicht gesagt. Und ich möchte im Übrigen auch Frau Schimke absolut beipflichten, wenn Sie das anders sehen. Ich betone das jetzt hier nochmal. Es gibt diese Unterschiede und es gibt diese Schwierigkeiten. Punkt. Also die Unterschiede zwischen Mann und Frau, meinen Sie? Ja, und vor allem, wenn wir hier im politischen Kontext uns bewegen. Und davon, natürlich. Das Thema, ja, Sie haben eben gesagt, nein, ich sage nur biologisch. Es gibt keine selbstverständlich gibt es die. Ja, natürlich, aber entschuldigen Sie, die Unterschiede auf politischer Ebene sind doch wohl hoffentlich nicht biologistisch erzeugt. Oder? Ja, da hoffen Sie leider fehl. Also das ist tatsächlich schon so. Ich kann das bestätigen. Es ist, Frauen arbeiten anders. Frauen sind in der Politik in einem absoluten Ellbogengeschäft. Ich erlebe es ja jeden Tag. Ich will ja selbst einen. Haben wir bei Angela Merkel gesehen, oder? Was haben wir bei Angela Merkel gesehen? Wie gut sie eine Frau an der Spitze des Staates. Eine Frau, wir reden gerade nicht über eine Frau, wir reden gerade über Frauen in der Breite, in der Gesellschaft und in der Politik. Das hat nichts mit Angela Merkel zu tun. Ja, sie gehört dazu, aber sie ist bei weitem nicht das Paradebeispiel, wo wir jetzt identifizieren würden und sagen, der allergrößte Teil der Frauen kann sich jetzt damit, würde jetzt sagen, dass sie mit ihr Gemeinsamkeiten hat und sich damit irgendwie identifiziert. Oder sehen Sie das anders? Bevor ich meine Kinder bekommen habe, habe ich immer geglaubt, okay, wenn du dem Kind eine rosane Bohrmaschine kaufst, dann wird da mal eine Maschinenbauerin draus. Ja, aber wie ist die Realität? Man sieht schon bei 2-Jährigen, bei 3-Jährigen, dass die Interessen komplett unterschiedlich sind. Das sagt ja niemand. Und da tue ich gar nichts bei. Da gebe ich Ihnen ja vollkommen recht. So, und darauf will ich ja hinaus. Und das ist eben, die Interessen sind von Beginn an sehr, sehr unterschiedlich. Na klar. Und auch im sozialen Verhalten sehr unterschiedlich. Jungs machen so, Mädchen machen so. Kommen auf den Jungen und auf die Mädchen. Aber hier geht es ja um Politik. Entschuldigen Sie, Politik ist ja nicht Baugewerbe oder Stricken. Ein Politik, Stück weit schon. Nee, Politik heißt das Vertreten. Nein, dann haben wir ein Problem im politischen System. Und ich glaube, das ist gerade das Thema. Politik muss heißen, dass die Repräsentantinnen und Repräsentanten der Bürgerinnen und Bürger drinnen sitzen und nicht nur die Nachkommen von irgendwelchen Politikerinnen und Politikern. Das ist absolut richtig. Sie reden jetzt so, wie es sein sollte. Wir waren ja gerade beim Status quo. Ich dachte, wir reden darüber, wie es sein sollte. Und gerade haben wir mal Achso, entschuldige, ich wusste nicht, dass eine Nein, das ist ja, ich glaube, das ist ja gut, dass wir man das zusammenbringt, das einmal zu sagen, was gerade ist, ja. Und einmal das Idealbeispiel zu sagen, wie es sein soll.
Wir sehen aber auch, und das ist dann auch wieder bemerkenswert, die Grünen haben sich ja sehr schnell festgelegt bei der Frage, wer wird eigentlich jetzt Nachfolger von Anne Spiegel? Es soll eine Frau werden und sie soll aus dem linken Lager kommen. Und wir warten seit 48 Stunden. Mehr oder weniger gebannt. Also das Land kann auch, glaube ich, ohne Familienministerin auskommen, wie wir sehen. Aber wir warten trotzdem ja seit 48 Stunden gebannt. Wer wird es denn nun? Und offenbar ist das auch mal wieder gar nicht so einfach. Hat man also sich schon wieder zu stark festgelegt? Auch eine Frage an Sie beide. Also muss es jetzt Frauen links sein? Oder das zeigt uns doch, das ist doch das beste Beispiel, wo wir sehen, wohin Quotierungen führen. Ja. Bevor wir in eine kurze Unterbrechung gehen, dann noch an Sie die Frage, Frau Schimke, wer könnte es denn jetzt werden? Ob Sie vielleicht noch einen Tipp haben für den Zuschauer, wer vielleicht nächster Familienminister, Familienministerin wird oder wer es sein sollte. Wer gut wäre für das. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin da auch nicht zu nah dran. Ich bin da auch nicht so wirklich nah dran bei den Grünen, wie die da ihre Entscheidungen treffen. Ein paar Frauen gibt es ja tatsächlich noch in der Fraktion. Ein paar Männer gibt es auch. Man könnte in der Tat die Qualität des Amtes vielleicht auch heben, wenn man einfach sich da nicht so einschränkt. Ja, aber das sollen die entscheiden. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sehr gut. Ja. Das war ein gutes Schlusswort zu der These, ob Mann oder Frau, Hauptsache kompetent für das Amt des Familienministers. Und wir sind nach einer ganz kurzen Unterbrechung zurück mit zwei sehr spannenden Themen. Bis gleich. Also da kann ich ja Herrn Lauterbach auch nicht ernst nehmen als sogenannten Experten. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Viertel nach acht, fünf Köpfe, fünf Meinungen. Jeder von uns hat ein Thema mitgebracht, das ihn bewegt, ärgert, freut oder schockiert. So nicht Privatjet, Uschi. Herr Jörges, wir wetten. Okay. Aber niemand von den politischen Parteien traut sich zu sagen, ja, das wollen wir. Einfach nur Freiheit. Diese Grün-Roten stehen da und führen hochtrabende Debatten über die Rettung des Weltklimas und um die Füße herum wuseln die Ratten. Das Thema ist viel zu wichtig, um es nur der AfD zu überlassen. Lass den Leuten noch mal den Spaß. Wir sehen da etwas, was eigentlich fatal ist in der Politik. Bei den Journalisten, deren Job ist es doch gerade, abweichende Meinungen zu finden. Und sie sollen den doch auch richtig doof finden. Die Gesellschaft macht das quasi zum Manko. Vielleicht einmal kurz einen Satz aufreden, das wäre ganz nett. Ach, das sind irgendwelche Anorak-Träger aus Buxtehude, die das gucken. Und so. Ich habe meinen Beifall und meine Lache immer bekommen. Wer kümmert sich darum? Niemand. Das ist Berlin. Man muss da ganz klar jetzt mal auch drüber sprechen, dass es einfach nicht fair ist und nicht richtig. Das ist die Aufgabe von Journalismus einfach, die Verlautbarung der Politik zu hinterfragen. Wir sind zurück und machen direkt weiter mit dem Thema, was Caroline Bosbach beschäftigt. Vielen Dank. Meine These heute, wir müssen uns als Gesellschaft neu aufstellen und dringend all die Lebenslügen über Bord werfen, für die wir jetzt gerade die Quittung bekommen. Wir müssen den Realitäten ins Auge blicken und endlich lernen zu priorisieren. Was meine ich damit? Zum Beispiel die falsche Überzeugung, dass wir nicht mehr gefährdet sind. Ja, das ist ja immer noch ein weit verbreiteter Glaube, der dazu geführt hat, zu der Situation, wie wir sie jetzt eben vorgefunden haben. Natürlich brauchen wir Frieden mit Russland. Wir brauchen aber auch Schutz vor Russland. Und diesen können wir nur bekommen, wenn wir endlich einsehen, dass wir unsere Bundeswehr auch stärken und modernisieren müssen und dass wir sie auch befähigen, somit all das tun zu können, was zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist. So, in diesem Zusammenhang müssen wir uns auch fragen, wie wir uns so abhängig machen konnten von dem Energieträger Gas. Also ein weiterer, weit verbreiteter Glaubenssatz, von dem wir meiner Meinung nach ruckzuck zurück müssen. Denn die Behauptung, dass es keine einheimischen Energieträger braucht, bis auf Sonne und Wind, ist ja absolut falsch. Richtig ist, dass natürlich die erneuerbaren Energien weiterhin an Bedeutung gewinnen werden. Aber ohne grundlastfähige Energien werden wir unser Versprechen sicher, sauber und bezahlbar niemals halten können. Drittens, wir müssen zu guter Letzt auch mal loswerden, der in diesen Irrglaube, dass sämtliche Identitätsdebatten die Debatten der Stunde sind und sein müssen. Ich kann nur sagen, ich akzeptiere alle, wirklich alle Lebensentwürfe und Entscheidungen des Individuums. Aber die klare Überhöhung dieser Themen bringt uns nicht weiter, ganz im Gegenteil. Identitätsfragen, Gender und andere angeblich mega wichtige Themen, die versperren den Blick nun mal leider auf das, was meiner Meinung nach für die Zukunft unseres Landes wirklich von großer Bedeutung ist. Das sind Frieden, Freiheit, Demokratie, solide Staatsfinanzen für einen finanzierbaren Sozialstaat und sichere Arbeitsplätze.
Bonn-Männer. Spannend, ja. Also ich weiß nicht, welche Lebenslügen die Deutschen sich da einreden seit Jahr und Tag. Ich glaube nicht, dass die Deutschen entschieden haben, mit Putin Geschäfte zu machen, um billiges Gas zu bekommen. Das sind schon ihre politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Ich glaube auch, dass ganz viele Menschen in den letzten Jahrzehnten gut damit gewirtschaftet haben, gewisse Entscheidungen zu treffen. Also ich glaube, die Lebenslügen, ich finde es gut, wenn eine Politikerin sagt, sie muss sich von ihren Lebenslügen befreien. Das finde ich gut. Ich finde auch gut, dass die CDU vielleicht beginnt, einmal einen Diskurs zu gehen, mit welchen Lebenslügen oder mit welchen politischen Lügen sie sich beschäftigen möchte. Aber ich würde schon empfehlen, ein bisschen zu differenzieren zwischen den Bürgerinnen und Bürgern in dem Land, in Europa, in Österreich, in Deutschland, ist ja vollkommen irrelevant, und dem, was jetzt die politische Kaste unter Anführungszeichen und die Entscheidungsträgerinnen in den letzten Jahren verbrochen haben. Ich sehe auch ehrlich gesagt, ich weiß, das ist in Deutschland genauso ein großes Thema wie in Österreich, diese Gender-Debatten und so weiter, über die unglaublich viel berichtet wird, die unglaublich aufgeblasen werden, wo ich aber den großen Konflikt nicht sehe, ehrlich gesagt. Ja, ich sehe, dass die Menschen ihre Lebensentwürfe haben und ich sehe jetzt nicht den Grund, warum wir groß debattieren müssen, dass man gendert oder nicht gendert bei der Sprache. Ja, natürlich gendere ich, und zwar deswegen, weil Sprache Wirklichkeit erschafft. Und ich gender nicht, weil gendern antifeministisch ist. Ja, das ist allein schon die Debatte jetzt hier im Raum. Schauen Sie, ich glaube, als Privatperson können Sie entscheiden, wie Sie Ihre Texte formulieren. Ich gender auch nicht als Autorin. Ja, großartig. Dann können Sie das mit Ihrem Verlag ausmachen oder auch nicht. Aber ich persönlich finde es. Aber hier sehen Sie doch die Debatte, warum debattiert wird. Nein, aber die Debatte haben wir jetzt nur deswegen, weil Sie mich gerade darauf ansprechen. Statt dass wir darüber reden, was wirklich wichtig ist, nämlich die 161.000 armen Kinder in Berlin, über die reden wir nicht. Das ist interessant, gell? Wir reden über das Binnen-I und wir reden über Gender. Das hätten Sie als Thema doch mitbringen können. Sie haben aber ein anderes Thema mitgebracht. Nein, das ist dasselbe Thema. Das gleiche Thema. Und ich finde es so wichtig. Ich möchte nicht, dass wir über mein Thema reden, sondern über das Thema, das die Frau Bosbach angesprochen hat. Und das ist das Thema Lebenslügen. Und ich finde, Lebenslügen und politische Lügen bedeutet, dass wir Scheindebatten führen. Und ich glaube, das ist eine Scheindebatte. Ich glaube, das ist nicht das, was den Menschen unter den Nägeln brennt. Ja, okay, den Menschen brennt nicht unter den Nägeln, ob sie jetzt gendern oder ich gendern. Das ist vollkommen irrelevant. Relevant ist, ob sie ihren Wohnraum noch heizen können. Das ist die öffentliche Meinung, nicht die öffentliche. Von wem? Da bin ich hundertprozentig bei Ihnen. Man bekommt oftmals den Eindruck, wieso, wir widersprechen uns doch gar nicht, wieso schütteln Sie jetzt so den Kopf? Es ist doch, der Punkt ist doch der folgende, dass das, was uns oftmals medial präsentiert wird, gar nicht das ist, womit sich die Menschen beschäftigen. Die haben ganz andere Sorgen. Zum Beispiel sowas wie, habe ich am Ende des Monats noch genug Geld auf dem Konto? Genau. Das ist doch genau das. Darüber sollten wir sprechen. Ja, das tun wir ja gerade. Ja, aber dann sollten wir nicht über Identitätsentwürfe sprechen, weil am Ende des Tages ist es vollkommen egal, was für eine sexuelle Identität ich habe. Hauptsache, ich kann meine Wohnung heizen. Ja, oder ich kann auch mein Essen zahlen. Darüber sollten wir eigentlich sprechen. Das habe ich eigentlich auch auf meiner Linie jetzt. Ja. Also, Frau Schimke. Also was ich tatsächlich im politischen Alltag erlebe, dass wir eine Lebenswirklichkeit draußen in der Bevölkerung haben und wir haben eine politische Lebenswirklichkeit. Und diese politische Lebenswirklichkeit geht Hand in Hand mit der veröffentlichten Meinung. Und ich versuche wirklich dafür zu werben, nah bei den Menschen zu sein, auch mal auf Volkes Mund zu schauen, ja, und danach Entscheidungen zu treffen. Und insofern, ich würde mir wünschen, dass wir eine Politik machen mit gesundem Menschenverstand, die genau das abbildet, ja, uns nicht treiben lassen, uns nicht hysterisch machen lassen, keine verschwurbelten Identitätsdebatten führen und geschlechtsneutrale Toiletten und was weiß ich, was es da noch so alles gibt, sondern einfach versuchen, die Probleme zu lösen, die wir tatsächlich haben, und vor allen Dingen uns nicht den Mund verbieten, sie beim Namen nennen, ja, mal die Dinge auf den Punkt bringen, ja, und sie mal aussprechen. Schon daran scheitert es ja in diesem Land. Über Vogue-Dinge berichten wir bei Bild ja auch über Identitätspolitik. Jan, als Ressortleiter Politik Wirtschaft müssen wir da auch kritisch mit uns selbst sein, als größte Tageszeitung. Nein, wir berichten über die Themen, aber wenn man bei uns auf die Online-Seite geht oder wenn man Bild TV schaut oder auch in die Zeitung, dann wird man feststellen, dass das Themen sind, die wir auch behandeln, aber dass es viele, viele andere Themen gibt, über die wir zum Teil oder in der Regel auch noch viel, viel stärker berichten. Und natürlich, Sie sprechen Themen an wie das Thema Armut oder das Thema Verteilung. Das Thema Energie wurde angesprochen als eine der Lebenslügen. Und Frau Schimke sagt zu Recht, wir müssen gucken, dass wir uns mit den Sorgen und Nöten der Menschen beschäftigen. Und ich glaube, weil du das jetzt gerade ansprachst, ist es genau, da ist Bild genau das richtige Medium. Beim Thema Energie, die große Lebenslüge, aus der Kernkraft auszusteigen und jetzt wie ein Wilder durch die Welt zu fahren und Kohle zu kaufen und Gas zu kaufen, anstatt zu sagen, wir lassen die Dreimaler, die wir haben, länger laufen und die drei, die wir abgeschaltet haben, bringen wir auch noch ans Netz. Wäre relativ einfach möglich, wird aber nicht gemacht. Bei der Frage, weil Sie immer wieder auf dieses Thema kommen, Kinderarmut, und finde ich toll, dass Sie das hier auch reinbringen, nächstes Mal vielleicht dann auch als die These, ist mir der Ansatz, den Sie machen, aber zum Beispiel, und das ist dann, glaube ich, auch eine Lebenslüge zu sagen, wir verteilen einfach das Geld um und dann geht es den Kindern gut. Nee, wir müssen dann mal schauen, warum gibt es denn dann so viele arme Kinder? Was ist da eigentlich los? Na, warum? Ja, hat's möglicherweise was mit dem Thema Bildung zu tun? Könnte ja auch sein. Das sind selber schuld, oder wie?
die Kinder. Hab ich, jetzt hören Sie, jetzt, aber jetzt müssen Sie müssen dann ja. schon zuhören und nicht genau. unterstellen. Und wenn Sie jetzt gerade zugehört hätten, habe ich gesagt, hat es möglicherweise was mit dem Thema Bildung zu tun. Das ist ja ein großes Thema. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. In Deutschland ein Riesenthema. Wenn man sich Schulabschlüsse anguckt von heute, Schulabschlüsse vergleicht von vor 20 Jahren beispielsweise, werden Sie sehen, dass das Bildungsniveau nicht gerade besser geworden ist. Was hat das mit Kinderarmut zu tun? Können Sie mir das kurz erklären? Kann ich Ihnen kurz sehr gut erklären. Weil Menschen, die beispielsweise keinen Job haben und arm sind, auf Hartz IV angewiesen sind, ja. möglicherweise Kinder haben, okay. die dann schon in Armut groß werden. Das hat was mit Bildung zu tun, das hat was mit Fortbildung zu tun, das hat auch was damit zu tun, ob Kinder es selbst schaffen. Sie tun so besonders schlau und so überlegen. Aber den Gedanken darf ich noch mal zu Ende bringen vielleicht, weil der gar nicht von mir stammt, sondern von vielen schlauen Bildungsforschern, dass auch Kinder, die dann einen Schulabschluss haben, der aber vielleicht gar nicht so viel wert ist, weil sie gar nicht so viel gelernt haben, wie man das eigentlich könnte in jungen Jahren, auch weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Und das ist ja das... Sie also gucken, sind die Armen doch selber schuld. Habe ich, aber das ist welcher, exakt, nee, das Sie, ist exakt, was Sie gesagt haben. Was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist, wir müssen, wenn also, wir über die Armut von Kindern sprechen, über die Bildung sprechen. Genau, warum? Aber mit, Bildung, mit welchem Satz? Ich sag's mit welchem Ihnen. Satz? Nein, entschuldigen Sie mal. Das ist echt eine wirklich perfide Unterstellung, die Sie machen. Na, das Sie Thema, ein schlechtes Bildungssystem, dafür kann doch der Hartz-IV-Empfänger nichts, dafür kann das Kind doch auch nichts, dafür kann, warum wenn überhaupt... Warum reden wir denn über Bildung, wenn wir über Kinderarmut sprechen? Das haben ja Sie gemacht. Wenn wir über Armut reden, es gibt müssen wir doch viele, über, müssen viele wir doch Studien, reden, die genau was machen die was sagen. Aber was macht Menschen nein. arm? Nein, was nein, macht stopp, Menschen stopp. Arm? Was Sie gerade gesagt haben, es gibt eine Korrelation reich? Zwischen Bildung und guten Jobs. Das ist das, was Sie sagen. Was es gibt. Aber natürlich, je besser ich ausgebildet bin, ja. in der Regel, umso in der besser, Regel? Umso besser kann, ist mein ja. Job. Und wenn wir sehen, dass es viele Hartz-IV-Familien gibt beispielsweise, ja. dann ist doch immer die Frage, warum beziehen Menschen Hartz IV? Ja, wie sind die ausgebildet? Sind die gut qualifiziert? Sind die nicht gut qualifiziert? Und warum leben Menschen in Hartz IV? Und mir zu sagen, weil ich über das Thema Bildung rede, ist eine bodenlose Unterstellung. Zu sagen, ich hätte denen sozusagen gesagt, sie haben selbst Schuld. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Der Staat hat beim Thema Bildung die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass gerade diejenigen, die aus vielleicht Haushalten kommen, denen es sozial nicht so gut geht, dafür zu sorgen, dass diese Kinder einen Abschluss bekommen, mit dem sie einen richtig guten Job kriegen können. Aber das ist ja die Lebenslüge, die schon wieder dieselbe Lebenslüge, also entschuldigen Sie, gerade wurde es angesprochen, die Lebenslüge zu sagen, mit einer guten Ausbildung bekommt man einen guten Job und mit einem guten Job kann man sich seine Miete leisten, das ist eine Lüge. Es stimmt nein. einfach nicht mehr. Sorry, es stimmt einfach nicht. Ich weiß nicht, von welchem Stern Sie kommen. Aber Krankenpflege, aber, wer kann sich als Krankenpflege in Deutschland noch die Miete in Berlin leisten? Ich weiß nicht, vielleicht weiß nicht, Sie wollen, sollten Sie mal ein VWL-Studium besuchen, Grundkurs, erste Vorlesung. Ja, da haben Sie aber auf der falschen Uni studiert. Wir müssen das Thema von Jan Schäfer machen, sonst kommt ihr heute gar nicht mehr dran. Wer kann Sie noch die Mieten leisten? Das ist doch ein anderes Problem. Das ist doch ein ganz anderes Problem. Das haben Sie auch nicht verstanden. Bitte? Wir werfen gerade sehr viel, also hier wird viel in einen Topf geworfen. Nur wir möchten natürlich auch noch die These heute von Jan Schäfer hören. Wir enden aktuell heute in der Sendung und zwar mit der Regenbogenfahne von Nancy Faeser, Jan. Das ist richtig, aber ich hätte auch über das Thema Mieten noch weiter gesprochen. Gib gerne deine Redezeit ab, es ist deine Zeit. Wir haben heute in Deutschland eine Mitteilung der Bundesinnenministerin vernommen. Es geht um das Thema Regenbogenflagge. Eine Flagge, die ich großartig finde, weil ich zum einen die Farben wunderbar finde und weil ich das Ganze, was hinter dieser Flagge auch steckt, für sehr, sehr bewundernswert halte und eine große Leistung. Die Frage, die sich aber aufdrängt, ist jetzt, und das ist das, was Nancy Faeser heute beschlossen hat, muss diese Flagge auch vor öffentlichen Gebäuden hängen? Sollte sie vor öffentlichen Gebäuden hängen? Darf sie vor öffentlichen Gebäuden hängen? Und da würde ich sagen, in diesem Staat nein. Es gibt ein Neutralitätsgebot des Staates und es gibt ein Recht zu sagen, wir stellen vor öffentlichen Gebäuden hoheitliche Flaggen auf. Also beispielsweise Schwarz-Rot-Gold. Schwarz-Rot-Gold, im Übrigen eine Flagge, die für Freiheit steht, die für Offenheit steht, die für Toleranz steht und die auch für ein modernes Deutschland steht, unter dem sich, so bin ich der Meinung, alle Menschen hier im Land versammeln können. Ich gebe Ihnen, Herr Schäfer, absolut recht. Wir haben klare Regeln in Deutschland, welche Flaggen sich vor welchen Gebäuden befinden dürfen. Und wir haben die hoheitlichen Flaggen. Wenn wir ausländische Gäste empfangen, dann kommt auch noch die Flagge des Landes noch hinzu. Ja, oder die Flagge des Bundeslandes. Ja, und natürlich auch der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union. Das ist das, was vor unseren Behörden
hängt. Wenn wir jetzt die Regenbogenflagge auch noch aufhängen, dann stelle ich die Frage, wo soll das denn enden? Welchen Flaggen wollen wir denn später dann noch hinhängen? Dann kommt wieder eine Bewegung und noch ein Trend und noch irgendein Thema. Ja, und dann befinden wir uns auch wieder in einer politischen Debatte, die irgendwo kein Ende findet. Ich möchte erinnern an die Situation, die wir, ich glaube, es ist ungefähr ein Jahr her, wo viele Unternehmen in der deutschen Wirtschaft sich dazu entschieden haben, auch diese Flaggen vor ihren Betriebsgelände aufzustellen. Das hat zu heftigsten Diskussionen geführt in der Gesellschaft. Man hat sich mal wieder in eine Ecke gedrängt gefühlt. Man hat sich mal wieder einer Meinung aufgedrückt gesehen. Und das hat zu Unfrieden geführt. Und in der Tat, ich glaube, wir sollten uns hier auf das Nötigste beschränken, auf das, was wirklich auch die Bundesrepublik präsentiert und nicht die Regenbogenfahne hissen. Auch um da nicht missverstanden zu werden, jeder kann diese Regenbogenflagge hissen, wenn er möchte. Ist doch ein wunderbares Zeichen. Kann sie aus seinem Fenster hängen, kann sie vor seinem Garten aufstellen, auf dem Balkon, wie auch immer. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Das ist eine freie Entscheidung. Das ist eine tolle Flagge, soll jeder machen. Die Frage ist immer nur Neutralitätsgebot des Staates. Und da glaube ich, ist es gut, wenn man sich da auf das beschränkt, was wir bisher haben, Hoheitszeichen. Aber Sie sind natürlich anderer Meinung, doch klar. Wir holen einmal Ladies first, einmal noch Frau Bosbach rein, weil ich glaube, sonst wird es hier wieder zu schnell, wenn Sie nicht genug zu Wort kommen, Frau Bosbach. Ich rette hier etwas Sendezeit für Sie. Das ist ganz großartig, liebe Frau Schink. Im Grunde, das ist meine ganz persönliche Meinung jetzt, hätte ich bei speziellen, bei ganz gesonderten Veranstaltungen, beispielsweise ganz konkret CSD Pride Day in Berlin. Christopher Street Day. Genau, Christopher Street Day in Berlin. Kein Problem damit, keine Bauchschmerzen mit. Ganz grundsätzlich sehe ich es aber sehr, sehr ähnlich, dass wir schon eine wunderbare Flagge haben. Und die steht für unsere Demokratie, alles, was damit zu tun hat. Und wir sagen mit dieser Flagge, wir drücken mit ihr aus, dass wir niemanden ausgrenzen. Weder aufgrund seiner Religion noch aufgrund seines Geschlechts, was auch immer. Das heißt, sie steht für Toleranz, sie steht für Offenheit, sie steht für Freiheit und somit auch für Frieden. Vor allem auch für ein friedliches Zusammenleben. Die Flagge steht für Toleranz und dementsprechend, das ist ja deine These, impliziert sie schon das. Wie sehen Sie das? Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es ja nicht darum, dass die Flaggen gehisst werden müssen, sondern dass die Flaggen gehisst werden dürfen. Ich verstehe überhaupt nicht die Debatte, ehrlich gesagt. Also sind wir jetzt im Jahr 1960, dass wir darüber debattieren, ob vor einem Amtsgebäude eine Regenbogenflagge gehisst werden darf oder nicht. Ernsthaft? Das diskutieren wir hier in Deutschland. Da sind wir in Österreich schon viel weiter und wir sind normalerweise die Hinterwäldler. Also in Österreich haben wir es an Amtsgebäuden auch. Wenn der Amtsträger oder die Amtsträgerin entscheidet, sie möchte ein Zeichen setzen zu einer Parade oder einfach aufgrund eines Gedenktages oder einfach, weil sie ein Zeichen setzen möchte, dann tut sie das. Das jetzt überhaupt zu debattieren, also dass wir jetzt überhaupt noch darüber reden müssen, ob wir jetzt quasi in eine Ecke gedrängt werden oder ob deswegen die deutsche Fahne abgewertet wird oder relativiert wird und so weiter. Ganz offensichtlich ist diese Politikerin der Meinung, dass es wichtig ist, dass man auch als Staat ein Zeichen setzt. Und ich finde das gut und richtig. Ich bin selber nicht homosexuell, aber ich finde es gut und wichtig, dass das auch mal gezeigt wird. Ja. Und das als Staat. Und dieser Beißreflex, dass man, ich meine, ich würde ja verstehen, wenn jetzt irgendwie ein Erlass im Bundestag beschlossen wird, es müssen alle Regenbogenfahnen gehisst werden. Dann können wir darüber debattieren, das würde mir wahrscheinlich auch zu weit gehen. Aber ganz ehrlich, da wurde gesagt, sie möchte, dass es möglich sein kann. Was für Ängste haben Sie bitte in sich? Dass sie Angst davor haben, dass irgendjemand eine Flagge... Keine Ahnung, geht es hier um Ängste oder Beißreflexe. Also wir setzen in diesem Land jeden Tag ein Zeichen, indem wir nach Recht und Gesetz leben, indem wir unser Grundgesetz haben. Das ist das, was uns lenkt und leitet. Und ich finde, damit ist dem Thema auch Genüge getan. Aber Sie haben das ja, glaube ich, richtig gesagt. Und das beantwortet vielleicht ein bisschen Ihre Frage. Die Frage ist ja, wie geht es dann weiter? Und das ist immer so ein Punkt, glaube ich, über den man sprechen muss. Wir haben es hier mit einem sehr starken Symbol für Toleranz und Freiheit zu tun. Aber es könnten vielleicht auch gesellschaftliche Gruppen auf die Idee kommen, da andere Flaggen hissen zu wollen. Und dann kommen wir ja auch sehr schnell als Gesellschaft immer in diese Frage, ja, wem erlauben wir jetzt eigentlich noch was? Das ist ja genau die Debatte. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn ein Staat ein Neutralitätsgebot hat. Es gab in Berlin in den vergangenen Jahren, als zum CSD beispielsweise auch schon vor Behörden gehisst wurde, Polizisten, die sich weigerten, das zu tun. So, und dann wurde ihnen mit Disziplinarverfahren gedroht, weil die Polizisten sich auf das Neutralitätsgebot des Staates, und das ist hier sehr gutes Recht, berufen haben. Die sind ja auch im Einsatz. Die müssen dann ja auch dokumentieren und auch sagen, ich stehe jetzt für den neutralen Staat. So, da wird es ja sehr problematisch. Und das, glaube ich, muss man sehr ernst nehmen. Und deswegen hat der Staat in Deutschland, glaube ich, bisher gute Erfahrungen damit gemacht, zu sagen, wir verhalten uns in gewisser Weise sehr, sehr neutral. Aber der Staat kann sich ja auch weiterentwickeln, oder?
Und ich glaube, wenn wir im Jahr 2022 finden Sie denn nicht, dass die deutsche Fahne schon Toleranz impliziert? Nein, wenn ich mir anschaue, was in Deutschland alles Alltag ist, was nicht von Toleranz geprägt ist. Ich glaube, wir haben vor kurzem, gestern oder vorgestern, eine Riesenaktion gegen Rechtsextremismus in Deutschland gehabt. Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, nein, ich glaube nicht, dass es alles implizit ist. Und vor allem dürfen wir den Fehler nicht machen, dass wir von uns auf andere schließen. Aber zu glauben, dass, weil Sie jetzt die Fahne anschauen und deswegen Freiheit und so weiter damit implizieren, das ist schön, dass Sie diese Gefühle haben, wenn Sie die Fahne anschauen. Großartig. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die fühlen sich diskriminiert aufgrund von Diskriminierungserfahrungen. Nein, ich weiß es. Worauf stützen Sie das? Schauen Sie, ich bin selber ein sichtbarer Migrant. Ich habe selber Rassismuserfahrungen gemacht. Das heißt nicht, dass ich mir jetzt wünsche, dass irgendwelche Antirassismusflaggen gehisst werden. Aber ich kann gut nachvollziehen, dass Menschen, die vielleicht nicht aus privilegiertem Haus kommen, die vielleicht nicht von klein auf gelernt haben, dass sie zur Gruppe der Stärkeren gehören, sich auch einmal wünschen, dass der Staat ein Zeichen setzt. Und mein Gott, was ist das Problem, eine Regenbogenflagge zu hängen? Ich will es gar nicht beenden. Ich muss leider, wir sehen uns wieder morgen Abend. Es tut mir leid, dass es jetzt so schnell passiert. Aber bis morgen Abend, 20:15 Uhr. Tschüss.